Hallo Freunde der Gaming-Unterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Ghostbusters Frozen Empire. Ja, in diesem Film müssen sich unsere Freunde natürlich wieder etwas Übernatürlichen stellen. Denn unser guter Ray hat ja seinen Okkultladen. Und eines Tages kam ein, ein Mann vorbei, der so ein bisschen alten Stuff von seiner Oma verkaufen will. Und unter anderem hatte er eine Art Kugel mit Hieroglyphen drauf, von dem er gar nicht wusste, was diese Hieroglyphen zu bedeuten haben und was das eigentlich für eine Kugel ist, die er da Ray... Andrehen möchte und auch Ray weiß, dass das irgendwas Mystisches ist, aber was sich darin verbirgt, weiß er nicht. Aber unsere Geisterjäger, unsere aktiven Geisterjäger sagen was mal so, haben aber auch einige Probleme. Denn der Bürgermeister hat was dagegen, dass Phoebe weiter an der Geisterjagd teilnimmt, denn sie ist doch zu jung. Und dementsprechend wird Phoebe so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber das ist auch noch nicht alles an Probleme, was die Ghostbusters haben. Denn ja, der Verbannungscontainer, der seit 1984 regelmäßig mit Geistern gefüttert wird bis zum Geht nicht mehr, ja, hat so langsam seine Kapazität erreicht. Da kommt aber ein bisschen Hilfe auf sie zu die sie natürlich auch gerne annehmen. Ja, so viel mal zur Story, denn es sind wirklich mehr oder weniger so drei Handlungsstränge, die sich dann hinterher doch vereinen und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sagen zu können, was ja auch kein Spoiler ist, da es ja auch in den Trailer vorkommt. Die alten Jungs, die sind auf jeden Fall dabei und das ist genau der richtige Ansatz, denn so führt man das Ghostbusters Franchise mit Respekt weiter. Denn wie ich es zum Beispiel bei der Night Rider-Serie von 2008 nicht nachvollziehen konnte, wie man einfach zum Beispiel einen David Teslauf nicht in diese Serie vernünftig hinein integriert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, die alten Jungs sind auf jeden Fall wieder dabei und auch Janine ist wieder dabei. Das, ähm, ich freue mich einfach. Die ähm, so findet eine Fackelübergabe mit ähm, Respekt statt. Die Effekte sind weiterhin sauber. Und ähm, auch der Humor. Ich finde ein bisschen mehr Humor hätte der Film vielleicht ähm, gebraucht. Mir fehlen so ein bisschen so die, die, die coolen Sprüche, wie Bill Murray halt damals immer rausgehauen. Solche Sprüche fehlen mir halt so ein bisschen. Da hätte ein bisschen mehr sein können. Aber trotzdem, der Film macht riesen Spaß zu gucken. Ist wirklich, ähm, ja, auch ähm, Spaß für die ganze Familie einfach. Ghostbusters ist und bleibt einfach eine tolle Familiensache. wohl so manche Szenen, wo ich schon dachte, okay, für Ghostbusters-Verhältnisse schon ein bisschen heftig, aber alles okay. Ja, auch so, die, die, wie sich die Charaktere weiterentwickeln, hat mir auch zum Beispiel gefallen. Also... Man sieht da wirklich, wie das Team immer besser ineinander findet, zusammenfindet. Nicht nur als Ghostbusters, sondern auch als ähm, Familie und Freunde und das alles. Und ähm, ja, und natürlich haben sie auch wieder Stress mit der Stadt, weil die natürlich immer wieder ein bisschen was zu Bruch geht. Wie man das von den Ghostbusters halt auch nicht ähm, anders kennt. Gibt es natürlich wieder auch Stress mit der Stadt und so. Es ist einfach wunderbar. Und natürlich kommen auch ein paar neue Leute da hinzu. Zum Beispiel, ich hoffe, ich ähm, spreche den Namen richtig aus. Kumail Nanjani. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der ist ähm, derjenige, der die Kugel an Ray verkauft. Und den kennt man zum Beispiel aus Eternals. Und äh, ein weiterer Zugang, den ich echt interessant finde, ist ein Wissenschaftler. James Eckerster, Der spielt den Lars Pinfield. Der ist auch ein sehr cooler Charakter. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen recherchiert. Das ist ein ähm, britischer Comedian. Und äh, der ist, hat schon so einiges äh, schon gemacht. Äh, den kennt man unter anderem aus. Cinderella von 2021. Ja, das sind so zum Beispiel und natürlich ähm, nicht zu vergessen Gastauftritt von Patton Oswald als ähm als Bibliothekar. Ja, den kennen viele einfach als Spence von King of Queens. Also das wird auch immer seine bekannteste Rolle für mich bleiben. Egal was der Junge heute immer noch so treibt das ist und bleibt für mich einfach die bekannteste Rolle die er hat und ähm, ja auch so die Stimmung und das alles das ist alles gut das ist alles wirklich gut aber es hat ähm, es ist nicht so geil wie ähm, Ghostbusters ähm, Legacy da, fiel mir, da gefiel mir so diese 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 Anfangssequenz und so alles da, sowas hat mir so ein bisschen so so so, so gefehlt so ein bisschen da, Fehlt mir so ein bisschen das kleine bisschen etwas, was, was den Film noch so ein bisschen hochgehoben hätte. Das hat mir bei diesem Film so ein bisschen gefehlt. Aber trotz alledem ist der Film definitiv ein Kinoticket wert. Also man hat Spaß, man hat Action drin. Obwohl ich finde, dass hier so ein bisschen die Action ein bisschen, ähm, ein bisschen in den Hintergrund gerät, dafür mehr die Charakterbildung. Ähm, dafür ein bisschen mehr in den Vordergrund gerät, was viele wahrscheinlich dann wieder, äh, wieder kritisieren werden. Oh, zu viel die, zu viel das und so, zu wenig Action oder so vielleicht, aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Und ähm, sollte der Film an der Kinokasse auch erfolgreich sein, dann gehe ich auch mal davon aus, dass... Ähm, da auch äh, an Franchise weitergearbeitet wird. Denn Großbusters ist einfach immer noch eine Riesen-Franchise-Marke. Die kriegt man normalerweise nicht kaputt. Und selbst, ich sag jetzt mal, angenommen, die würden sich jetzt da ähm, irgendwann keine Filme mehr machen. Ja, wie geil ist denn damals in den 80er Jahren die Zeichentrickserie gelaufen? Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln hatte die? Neun oder zehn oder sowas sogar? Und dann gab es ja noch diese Spin-offs mit, mit Slimer und sowas alles. Also, Ghostbusters ist und bleibt ein neues, ein gutes, ein geiles Franchise und jetzt mit den Anführungsstrichen immer mehr Fackelübergabe an äh, jüngere Schauspieler und äh, ja, das so dass die Alten nach und nach zwar im Hintergrund rücken, aber trotzdem immer noch präsent sind. Um somit auch so die Leute von der ersten Stunde mit den jüngeren Leuten zu verbinden, beziehungsweise zeigt: Okay, wir wissen, was die alle getan haben und wir behandeln das alles mit Respekt. Plus, man muss ja auch eine neue Generation zu Ghostbusters bringen und für manche sind vielleicht die älteren Filme vielleicht dann vielleicht nicht mehr so interessant. Obwohl ich die mir jetzt alle jetzt vorgestern noch mal angeguckt habe und ja, mir haben die immer noch gefallen, also die funktionieren auch heute noch, weil das einfach ähm, zeitlos ist. Klar siehst du natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass das jetzt natürlich nicht heute spielt, sondern in den 80ern, gar, gar keine Frage, aber ähm, auch die alten Filme lassen sich noch wunderbar heute anschauen, also... Das kann man einfach nicht anders sagen und ich bin auch wirklich ein großer Ghostbusters-Fan, muss ich sagen. Also ich bin jetzt jetzt kein, kein Hardcore-Fan, aber ich habe die Ghostbusters Zeichentrickserie, die erste äh, The Real Ghostbusters habe ich gesehen. Ich habe auch Extreme Ghostbusters habe ich nur ein bisschen gesehen. Ja, ich habe auch diverse ghostbusters spiele natürlich gespielt damals auf dem ähm Super Nintendo, nee, auf Nintendo war das noch, Ghostbusters 2. Und auch ähm, jetzt aktuell Ghostbusters Spirits Unleashed habe ich auch mal eine längere Zeit gezockt. Das müsste ich auch mal wieder zocken, fällt mir gerade mal so ein. Also auf jeden Fall, Ghostbusters ist auf jeden Fall ein Kinoticket wert. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, viele alte bekannte Gesichter. Einige neue Gesichter, ein ne eine neue Bedrohung kommt, viele alte, neue Probleme kommen auf sie zu. Und äh, ja, es ist, geht auf jeden Fall wieder turbulent her. Diesmal zwar ein bisschen weniger Action, finde ich, als beim äh, ersten Teil, also beziehungsweise als beim ersten von den neuen Teilen, also Ghostbusters Legacy. Aber jetzt ein bisschen mehr Charakterbildung, neue Charaktere werden nach und nach immer mehr eingeführt was ich okay finde, aber trotzdem sind die alten Jungs noch da also sowohl Ernie Hudson als auch ähm, Dan Aykroyd und Bill Murray die sind auf jeden Fall alle noch dabei auch Annie Potts ist dabei und auch ähm, auch William Asteron als, äh, als äh, Bürgermeister ist auch wieder dabei, also es macht einfach Spaß der Film man sollte jetzt nur nicht jetzt ins Kino gehen und eine Erwartung haben, dass der Film jetzt nochmal so gigantisch besser sein muss als Ghostbusters Legacy, weil dann wird man natürlich enttäuscht, weil ähm, das kann nicht funktionieren. Ghostbusters Legacy war wirklich die Wiederbelebung des Franchises im Kino, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, Ghostbusters Legacy habe ich auf jeden Fall, äh, ich meine, glaube ich, damals sogar mit der vollen Punktzahl bewertet. Aber Ghostbusters ähm, Frozen Empire gebe ich ganz klar vier von fünf Totenköpfen, weil der Film einfach immer noch Spaß macht. Der Film hat gute Sprüche, nur hätten vielleicht noch ein bisschen mehr sein können. Von der Story her ein bisschen mehr Charakterbildung, weniger, ein bisschen, bisschen weniger Action, aber trotzdem alles in allem definitiv ein Kinoticket wert. Ja, das war meine Filmbewertung zu Ghostbusters Frozen Empire. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Und äh, da gibt es ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und welcher Ghostbusters-Film ist denn jetzt für euch der beste Ghostbusters-Film? Ist es einer von den ersten dreien? Oder falls ihr den dann schon gesehen habt, Ghostbusters Frozen Empire, ist es vielleicht dann der ganz neue? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.